Bunker im Garten. Ja, Leute, glaubt nicht, was passiert ist. Wir haben die Steuerung vom Metalldetektor gefunden. Die war unter dem Kasten. Hier ist die ganze Zeit draufgehängt für Monate. Und ja, Leute, es war mir wieder Sondeln im Garten. Und ja, wir haben alle Schächte durchgeschaut, also für eine Abwasseranlage, aber dann ist uns was aufgefallen, hinten im Garten haben wir große Signale, so 6x5 Meter gehabt und wir graben da einfach mal rein und ich dachte mir schon, das ist ein riesengroßes Ding, also der Metalldetektor hat voll ausgeschlagen, mega Signal, aber dann waren das riesengroße Betonwände da drin. Also meine Eltern wohnen schon ewig lang neben diesem Haus, aber hier ist nie etwas gestanden. Auch in alten Plänen sieht man nicht, dass hier mal eine Hütte oder irgendwas gestanden ist, also wir wissen jetzt noch nicht, was es ist. Aber es sind schon ziemlich dicke Wände, die hinten im Garten vergraben sind. Wir werden natürlich jetzt den ganzen Garten umbauen. Für nächste Woche haben wir uns heftige Maschinen ausgeborgt. Jetzt kommen mal diese ganzen Betondielen da weg. Aber wir wollen unbedingt herausfinden, was es mit diesen 5x6 Meter Wänden da hinten im Garten zu tun hat.